Sehr geehrter Herr Präsident, verehrte Saarländerinnen und Saarländer, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen. Viele Bereiche des Haushalts im Einzelplan 08 wurden bereits angesprochen. Unser Fraktionsvorsitzender Alexander Funk hat bereits gestern in der Generaldebatte die Investitionen in Gründerförderung und Digitalisierung als Treibstoff für die Rakete in die Zukunft angesprochen. Dies möchte ich ausdrücklich unterstützen. Sind es doch die Gründer, die die Arbeitsplätze von morgen schaffen, die sich zum Wirtschaftsstandort Saarland bekennen und die Innovationen und Ideen bringen. Die Ausgründungen aus Universität und HTW werden durch die Staatskanzlei, durch unseren Ministerpräsidenten Tobias Hans und den Beauftragten für Innovation und Strategie Amar Al-Kassar hervorragend unterstützt. Sie sind bei Jens Krück in der KWT und bei Miriam Schwan bei der FIT in besten Händen. Dort wird auch der Technologietransfer aus den Forschungsergebnissen der Forscher in die Unternehmen des Landes betreut. Das ist ebenso ein Innovationstreiber und Motor für die Zukunft der Unternehmen im Saarland. Gründer aus der Industrie, aus dem Handwerk oder aus kreativen Branchen werden durch die Industrie- und Handelskammer, die Handwerkskammer und das Starterzentrum Kreativwirtschaft betreut. Alle die haben sich im Netzwerk Saarland-Offensive für Gründer zusammengeschlossen, betreut durch unsere Ministerin und durch das Wirtschaftsministerium. Wie schon in den vergangenen Jahren wird dieses Netzwerk durch die saarländische Landesregierung finanziert und organisiert. Und ich kann Ihnen wirklich versichern, die Wirtschaftsministerin setzt sich für dieses SOG-Netzwerk sehr ein. Neu einführen werden wir Starterstipendien, die den Start und die Wettbewerbsfähigkeit unserer Gründer verbessern sollen. Als CDU- und SPD-Fraktion haben wir außerdem Geld bereitgestellt für ein Starterhaus. Herr Kollege Kurz hat ja bereits davon gesprochen. Das haben wir als Koalitionsfraktionen gemeinsam gemacht. Wir geben auch mehr Geld als je zuvor für die Beratung von Gründern in der Kreativwirtschaft. Und wir unterstützen die Internationalisierung der Startups, die hier im Saarland durch die Lage mitten in Europa beste Voraussetzungen haben. Und ich frage, wo? Wenn nicht im Saarland, können Unternehmen und Startups mit Fokus auf Europa bessere Bedingungen vorfinden. Sie sehen, wir investieren in die Unternehmer von morgen und schaffen die Voraussetzungen, dass Gründer im Saarland genau hier an der richtigen Stelle sind. Um die Digitalisierung der saarländischen Unternehmen zu begleiten und sie so dabei zu unterstützen, ihre Geschäftsmodelle in die Zukunft zu transferieren, erhöhen wir die Förderung im Programm Digital Starter und unterstützen mit dem Eastside Fab eine stationäre Plattform, über die sich Unternehmen austauschen können, wo sie Probleme gemeinsam angehen und neue Produkte entwickeln können. So fördern wir die kurzen Wege im Saarland und sorgen für weitere Investitionen und Innovationen aus saarländischen Unternehmen. Und die Digitalisierung spielt auch im Verkehr eine große Rolle. Kollege Funk hat gestern bereits die Bereitstellung von Verkehrsdaten als Open Data angerissen. Daten sind das Gold des aktuellen Jahrhunderts. Wir stellen künftig unseren Unternehmern und Gründern dieses Gold aus dem Bereich Verkehr kostenlos zur Verfügung, damit diese darauf basierend neue Geschäftsfelder erschließen können. Gerade in der Gestaltung von Linien und Strecken im ÖPNV und bei der Bedienung der letzten Meile kann die Digitalisierung unterstützen, um Angebote kundenfreundlich zu gestalten und an aktuelle Bedürfnisse anzupassen. Im Übrigen, Herr Flaccus, haben wir im Nachtragshaushalt 50 Millionen für nachhaltige Mobilität eingestellt, was ein Grund dafür ist, dass wir Ihren Änderungsantrag hier abgelehnt haben. Ein attraktiver ÖPNV ist auch das Ziel der Tarifreform, die gerade im Schülerverkehr Erleichterungen für Familien bringt, die durch Tagestickets für das ganze Saarland Flexibilität für alle Saarländerinnen und Saarländer schafft. Und Herr Flaccus, das Sozialticket zum Beispiel wird im Landkreis St. Wendel vom Landkreis übernommen. Und wir legen ein Programm auf, um das Erscheinungsbild der Bahnhöfe im Saarland zu verbessern. Wir bekennen uns auch weiterhin zu Regional- und zu Nachtbuslinien und priorisieren im Verkehrsentwicklungsplan Plan Bahnstrecken und Haltepunkte,
die wir in den nächsten Jahren revitalisieren werden. Es ist schön, dass auch der Vertreter der außerparlamentarischen Opposition wie die der Grünen hier Vorschläge über die Presse eingebracht hat. Ich gehe davon aus, er bringt sich nun auch über die Bürgerbeteiligung in die Aufstellung des Verkehrsentwicklungsplans mit ein. Und Ihre Forderung nach einem Aufgabenträger im ÖPNV ist längst schon Beschlusslage der CDU Saar, was ich im Übrigen hier ja auch schon des Öfteren gesagt habe. Ein großer Dank gebührt an dieser Stelle aber unseren Vertretern der Großen Koalition in Berlin, die, wie gesagt, im Bundeshaushalt Gelder für eine Machbarkeitsstudie zur europäischen Verbindung von Straßburg über Saarbrücken und Luxemburg nach Brüssel bereitgestellt haben. Viele Menschen im Saarland wünschen sich eine Direktverbindung nach Luxemburg über die Schiene. Ich gehe einen Schritt weiter und frage, warum soll dieser Zug nicht noch weiterfahren, die europäische Achse zwischen Straßburg und Brüssel auch verkehrstechnisch Wirklichkeit werden lassen und so endlich das Saarland mit seiner Lage mitten in Europa optimal europäisch vernetzen. Diese Machbarkeitsstudie ist ein erster Schritt. Von diesem großen Europa zu den kleinen Kommunen. Über das Projekt NMOP werden wir Kommunen bei der Weiterentwicklung ihrer Mobilitätskonzepte vor Ort unterstützen. Dies können Ladestationen für Elektroautos, Fahrradstellplätze, Lastenfahrräder oder Digitalisierungsmaßnahmen sein. Und Herr Flaccus, Sie haben den Alltagsradverkehr angesprochen. Bereits im letzten Doppelhaushalt wurden erhebliche Mittel für den Alltagsradverkehr eingestellt und in den nächsten beiden Jahren werden wir diese Gelder noch weiter erhöhen. Ein großer Teil dieser Gelder kann eben auch in den Kommunen eingesetzt werden, um Radwegekonzepte zu erarbeiten und weitere Gelder vom Bund zu akquirieren, was ich definitiv sehr sinnvoll halte, weil, wie gesagt, es ist nichts besser auszugeben wie das Geld von anderen. Und wie einfach es manchmal sein kann, den Alltagsradverkehr zu verbessern, das konnte man in diesem Jahr in St. Wendel sehen. Schon am Eingang von Sackgassen auf den Radweg zu verweisen, der nicht in einer Sackgasse endet, sondern der Orte verbindet, kann die Attraktivität des Fahrrads steigern. Dies wollen wir im ganzen Land unterstützen und so einen Mix aller unterschiedlichen Verkehrsmittel schaffen. Nun, es ist gut, dass zukünftig die Menschen leichter ins Saarland kommen und sich hier kostengünstiger mit dem ÖPNV bewegen können. Es gibt wirklich zahlreiche Gründe, warum es sich lohnt, ins Saarland zu kommen, das Saarland zu besuchen, zu entdecken und zu bleiben. Mit den Fenstern des Künstlers Gerhard Richter in der Abtei in Tholey haben wir einen weiteren touristischen Leuchtturm gewonnen. Selbst in den letzten von Corona geprägten Monaten haben bereits viele Menschen aus der ganzen Großregion und weit darüber hinaus die Abtei und das Besucherzentrum besichtigt. Dies zeigt, dass die Bedeutung weit über den Bereich der Kommune hinausgeht und das Saarland im Ganzen von diesem Besuchermagneten profitieren wird. Deshalb unterstützen wir die Kommune Tholey, wie wir die Umsetzung zahlreicher weiterer Tourismusmaßnahmen von Kommunen und Privaten und touristische Leuchtturmprojekte unterstützen und so die Attraktivität für Touristen, aber auch für jeden von Ihnen, für jeden Saarländer, für jede Saarländerin weiter erhöhen. Einfach und bequem das Saarland per ÖPNV erreichen, die vielfältigen touristischen Highlights entdecken, so das Land und seine Menschen lieben lernen. Hier bleiben, hier arbeiten und hier gründen. Ich bitte Sie um Zustimmung zum Einzelplan 08, damit wir die Weichen für eine gute Wirtschaft im Saarland richtig stellen können für einen nutzerfreundlichen ÖPNV und ein lebenswertes Lebensumfeld schaffen können. Vielen Dank.